willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um unsere Katzen. Wir haben 4 Katzen. Einmal Layla, die ist gerade 11 geworden. Dann haben wir Lilly, die wird dieses Jahr 7. Und Kasi, der wird dieses Jahr 6. Und wir haben noch unseren Leo, den haben wir im August aus dem Tierasyl geholt. Der ist schätzungsweise 10 Jahre alt. Jetzt bin ich dann endlich mal auf die Idee gekommen, dass wir einfach mal ein Stück Rasen den Katzen anbieten, weil der Kasi, das ist ein Drin-Draußen-Kater, der ist uns damals zugelaufen und war es auch gewöhnt rauszukommen. Das finden wir auch ganz schön, aber bei den anderen, da trauen wir uns das halt auch nicht. Und dann sehen wir natürlich immer, wenn der schön draußen im Garten liegt, auf der Wiese, und dann denken wir immer, ach schade, unsere hier oben haben das nicht. Ich habe als erstes eine Unterbettkommode gekauft, die habe ich bei Action gekauft, die kostet knapp 6 Euro. Eine ist mir kaputt gegangen, das war jetzt nicht so tragisch, die haben wir jetzt als Testobjekt benutzt, das zeige ich euch gleich. Dann habe ich gedacht, damit sich das Wasser nicht staut, da habe ich so Hydrokultur geholt, diesen Blähton. Den gibt es bei Amazon, das verlinke ich euch auch. Der ist 8 bis 16 mm groß, das zeige ich euch gleich auch noch. Und natürlich die Erde. Da ich jetzt nicht wusste, welche ich nehmen soll, ich war gerade im Aldi, habe einfach die Blühpflanzenerde mitgenommen und fertig. Wir probieren das jetzt aus. Rasen hat ja, denke ich, gar nicht so große Ansprüche. Und natürlich brauchen wir auch Rasensamen. Hier habe ich jetzt den Schattenrasensamen genommen. Ich zeige euch jetzt gleich, wie ich das mache. Wir brauchen zum einen diese Unterbettschublade. Diese ist mir ja kaputt gegangen, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also haben wir die als Testobjekt zum Bohren benutzt. Wir müssen natürlich Löcher reinmachen. Wie ihr seht, wenn man normal bohrt, rutscht man schon mal ab und hat dann so Risse. Das möchten wir natürlich nicht. Dann habe ich mit meinem Mann erstmal ein paar Bohrer ausprobiert. Letztendlich benutze ich jetzt einen 6er Holzbohrer. Der funktioniert ganz gut. Und damit die Löcher nicht ausreißen, haben wir dieses Panzerklebeband drauf gemacht. Das funktioniert ganz gut. Und ich zeige euch das jetzt, wie das funktioniert. Das ist der Heilebehälter. Wir haben jetzt das Panzerband. Ich zeige euch das mal von Weitem. So verteilt, immer an den tiefsten Stellen des Behälters. Und zwar sind hier Wölbungen. Und einmal in der Mitte geht es auch nochmal nach unten, damit sich das Wasser nicht staut. Dann haben wir schon mal Punkte aufgezeichnet, wo ich die Löcher bohren möchte. Das muss man ganz langsam und vorsichtig machen, damit das Plastik nicht einreißt. Jetzt kann man ganz gut sehen, dass die Löcher gut verteilt sind und tatsächlich nicht eingerissen sind. Da freue ich mich. Diese Schale ist 15 cm hoch. Ich habe mir überlegt, zu ein Drittel, also 5 cm, befülle ich die jetzt mit Blähton. Der sieht so aus, den habe ich hier links im Karton stehen. 4 bis 5 cm gefüllt ist. Jetzt kommt hier Vlies drüber. Ob man das machen muss, weiß ich nicht, aber ich wollte das ganz gerne. Wenn ich den Blähton später dann nochmal benutzen möchte, vermischt sich der nicht so mit der Erde. Das ließ sich schon mal sehr gut schneiden. Ich mache das jetzt sehr großzügig und schneide später die überstehenden Kanten ab. Jetzt kommt auch schon die Blumenerde drauf. Hier hinten könnt ihr sehen, dass ich noch nicht bis zum Rand bin. Also ich möchte ungefähr bis 1 cm unter den Rand gehen. Das heißt, ich packe jetzt von der zweiten Erde auch noch etwas. Ich drücke das jetzt ein bisschen an, weil die Erde ja sowieso noch weiter zusammenpappen wird. Wie ich schon sagte, habe ich diesen Schattenrasensamen genommen und dann hatte ich mir überlegt, wie ich den am besten verteilen kann, ohne dass auf einer Stelle zu viel ist und auf den anderen zu wenig. Ihr kennt ja meinen Magic Max, der hat auch so einen Streuer oben, das habe ich vorhin schon mal ausprobiert. Und wie ihr sehen könnt, man kann wie beim Kochen wunderbar dosieren. Jetzt könnt ihr das ganz gut sehen. Ich habe den Rasen jetzt drauf verstreut. Ich hoffe, von der Menge ist das okay. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke den jetzt noch an, so wie man das ja auch draußen beim Rasensehen machen würde. Ich werde den jetzt noch richtig andrücken und leicht befeuchten mit so einer Spritzwasserflasche. Dann schneide ich den Rand noch ab
Und dann heißt es warten. Jetzt schneide ich noch das überflüssige Vlies ab. Auch Lilly wartet, dass der Rasen wächst. Tag 2. Heute ist Tag 3. Heute ist Tag 3. Tag 4. Die Katzen warten. Ja, wann ist das Gras endlich fertig? So, jetzt haben wir den Rasen erstmal ein bisschen hier auf die Fensterbank gepackt. Tag 4 und es passiert noch nichts. Wir sind ein bisschen ungeduldig. Deswegen versuchen wir es jetzt mal mit Sonne. Da. So, zeig nur mal. Da. Da! Seht ihr das, Leute? Tag 4 abends nach dem Sonnenbad. Ein erstes grünes Keimchen. Da! So, das reicht jetzt. Tag 6. Hier ist Keimchen. Wird das unser erster Grashalm oder ist das nur Unkraut? Beim Gießen habe ich gerade was entdeckt. Nicht da hinten ist unser erster Grashalm, sondern guckt euch das an. Da! Es funktioniert! Heimlich oben links in der Ecke. Gleich mehrere. Bin ich angesteckt? Leo. Guck mal. Da oben. Geh mal auf die Suche. Also Tag 6 und es fängt an zu sprießen. Da. Dann ist das, glaube ich, keiner. Woche 2, Tag 1. Man sieht schon einen grünen Schimmer. Es wird, es wird. Im Satz heute Morgen ist noch mal was nachgekommen. Woche 2, Montag, Vormittag. Tag 10 nach der Aussaat. Das sieht doch schon echt super aus. Er sprießt und sprießt. Wenn man so seitlich guckt, ist das schon richtig grün. Und das ist Leo. Und die sind jetzt 4 bis 5 cm lang bestimmt. Einige schon etwas länger. Hier sieht man, die biegen sich dann schon. Da sieht man die verschiedenen Entwicklungsschritte. Tag 10 morgens. Die ersten Halme fangen schon an, sich oben zu biegen. Lena, du weißt auf jeden Fall schon mal, wofür das Gras da ist. So, jetzt müsst ihr nur noch lernen, drauf zu gehen. Wenn du mal überlegst, so ein Pfötchen kostet 3 Euro, ne? Katzengras.
So, Tag 12 nach der Aussaat. Es guckt schon über den Rand. Tag 13 nach der Aussaat. Kassi, komm. Komm hier drauf. Komm. Du kennst das doch von draußen. Komm. Komm her. Zeig den anderen mal, wie das geht. Unsere Prinzessin Lilly. Schade, dass unser Leo das jetzt nicht mehr miterleben kann. Geh mal drauf. Lena, komm her. Komm her. Komm hier drauf. Guck mal, wie schön das ist. Man sieht hinten den Rand schon gar nicht mehr. Ich zeig's mal von oben. Da sind so ein paar Stellen, die noch mehr nachwachsen müssen. Da wächst aber auch schon was. Das Gras nach 2 Wochen. Es ist 11 cm lang. Leila, Gras? Zuggras? Hinter euch ist das Katzengras. Da, Leila. Das war jetzt das Katzengras nach 2 Wochen. Ich hoffe, in der nächsten Woche legt sich mal eine Katze drauf. Und wahrscheinlich kann ich es dann auch schon einmal schneiden. Das zeige ich euch dann auch. So, meine Lieben, das ist unsere Katzenwiese nach 3 Wochen. Der Gedanke war dabei, nicht Katzengras anzulegen, sondern eine Wiese, wo sie sich dann auch tatsächlich drauflegen. Und die auch länger hält als 1-2 Monate. Katzengras geht ja dann doch irgendwann ein. Und die Wiese soll eigentlich bei uns überwintern. So dass wir den Katzen quasi das ganze Jahr Gras anbieten können und gleichzeitig ein Plätzchen, wo sie sich drauflegen können. Ich denke, im Sommer, wenn es jetzt wärmer wird, wird das noch heiß begehrt sein. Interesse ist schon da, zumindest als Katzengras. Draufgelegt haben sie sich noch nicht. Vorne links die Ecke hatten wir schon ein bisschen mit der Schere eingekürzt. Es ist soweit. Der Rasen wird geschnitten. Entweder nimmt man so eine Heckenschere oder einfach eine ganz normale Schere. So? Tiefer? Gerade halten. Gerade und zack. Einmal abkeschern. Die sie jetzt gelegt hatten, kommen wir morgen früh wieder hoch. Kommen wir morgen mal nachschauen. Tada! Tada! Und Katzenrasen.
Genau, das ist unser erster Rasenschnitt nach fast 4 Wochen. Heute ist Donnerstag und Samstag ist wäre die vierte Woche rum. Mal gucken, ob die Katzen sich jetzt drauflegen, wo es wieder ein bisschen kürzer ist. Gehen, nicht da oben rumsitzen. Such! Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach meinen Kanal und damit du auch das nächste Video dieser Reihe nicht verpasst, immer schön die Glocke anmachen. Bis bald, eure Sophie.